ihr seht auf dem Teller viel Fleisch, aber in Wirklichkeit geht es in diesem Video um die Orangensoße sozusagen, weil das ist der eigentliche Star in diesem Video, ein bisschen Fleisch braten und so weiter. Das ist jetzt nicht wirklich das, was ich euch jetzt zeigen will. Also guckt euch das an, achtet genau darauf, wie einfach die Soße zu machen ist, und es ist nachher ein Geschmackserlebnis sondergleichen. Granatapfelkerne kommen dazu und es ist eine wunderbare Kombination. Lasst euch davon inspirieren, geht wie immer in die Videobeschreibung, dort verlinke ich nochmal Details auch zum Rezept, zum Nachlesen und so weiter. Und ja, viel Spaß beim Zugucken, beim Nachkochen und guten Appetit. So Freunde, ein Grillteller der besonderen Art. Ich bin ganz ehrlich, der Star in diesem Video ist die Soße. Alles andere ist No-Brainer sozusagen. Hier meine Standard-Bratkartoffeln. Ich verlinke das unten auch nochmal, dass ihr seht, wie ich die grundsätzlich mache. Und ich brauche Granatapfelkerne. So, das ist ein frischer Granatapfel. Den oben aufschneiden, dann sieht man so, kann man ein bisschen erkennen, wo die Segmente sind, die so auf aufschneiden und dann in einer großen Schüssel mit Wasser die Kerne ausdrücken. Das ist die beste Methode, damit das nicht alles rumspritzt, weil wenn man einen Granatapfelkern zerdrückt, dann kann das eine ganz schöne Sauerei werden und so kann man das ein bisschen verhindern. Aber es wird jeder seine Methode haben. Viele haben ja bestimmt schon mal mit Granatäpfeln gearbeitet, da wird jeder seine Methode haben. So. Geht nachher darum, das ein bisschen noch über das Fleisch zu geben am Schluss. Wunderbare Komponente, ne? Süß, sauer und so weiter. Und wie gesagt, ich bleibe dabei, der Star ist die Soße. Aber lasst euch inspirieren von dem ganzen Grillteller. So, das ist eine große Orange. Ich nehme grundsätzlich immer Bio-Orangen, auch wenn ich jetzt hier gar nicht die Schale benutzt habe. Den Saft einer ganzen Orange und in den Behälter geben. Und das wartet dann auf den Einsatz später, wenn es zur Soße geht. So, dann habe ich 2-3 Zwiebeln genommen und Knoblauch. Das ist jetzt für den Spinat. Ich mache noch eine Spinatbeilage mit frischem Spinat. Das heißt, das, was ihr hier seht, das kommt gleich in den Spinat. Da gehe ich jetzt nicht so sehr drauf ein, weil auch hier wird jeder seine Methode haben. Aber natürlich könnt ihr euch hier auch ein bisschen inspirieren lassen. Ich koche für 2 Personen übrigens, also daran ein bisschen orientieren. So, beim Fleisch mache ich ein ganz wenig Olivenöl, weil das soll eher trocken braten. Hier ist Lammfilet, Lammrücken und ein paar grobe Würste. Und hinten in der Pfanne bereite ich den Spinat gleich vor. Ich fange mit den Würstchen an, weil ich mache nur so eine nicht allzu hohe Temperatur am Herd. Und die Würstchen brauchen am längsten, die müssen auch gut durch sein. Ne? Das ist eine grobe, frische Wurst. Das heißt, die will ich persönlich durchhaben. So, dann beim Spinat hinten, Zwiebeln und Knoblauch, da habe ich jetzt ein paar Senfkörner noch dazu gegeben. Das mache ich sehr gerne bei dem Spinat, den ich so anrichte. Und hier vorne seht ihr schon meine Bratkartoffeln, die sehen schon wunderbar aus. Das heißt, es geht jetzt nur noch um ein paar Minuten. Übrigens den Ofen vorheizen, so auf 80, 90 Grad, dann passiert nichts mit dem Fleisch, dass das noch weiter gart oder trocken wird. Mit einem Teller schon auch, dass der auch schon die Wärme hat, weil ich muss das Fleisch ja irgendwo warm halten, wenn ich danach die Soße mache. Weil die Soße mache ich auf jeden Fall in der Fleischpfanne, um dort auch den ganzen Geschmack abzuholen sozusagen. So, jetzt sehen wir hier hinten den Spinat, der ist mehr oder weniger schon fertig. Überall noch Salz und Pfeffer drauf. Mehr Gewürze kommen da gar nicht dazu, weil da ist Geschmack genug. Und für das Fleisch kommt ja die Soße zum Tragen. So, jetzt ganz am Schluss noch das Lammfilet. Das braucht am kürzesten nur 2-3 Minuten. Das darf auch innen sehr gerne rosa sein, so mag ich das. So, und dann ist das Fleisch gleich fertig. Die anderen Komponenten auch.
habt ihr gesehen, beim Spinat wirklich nur einen minimalen Schuss Sahne. Das soll nicht in Sahne schwimmen, sondern nur eine gewisse Feuchtigkeit haben. Und der Spinat ist fertig und ist super geworden. Das Fleisch ist fertig. Das kommt jetzt hier auf den vorgeheizten Teller und zurück in den Ofen. So, jetzt Masala, ein guter Schluck. Wie viel man da nimmt, ist eigentlich egal, weil je mehr ich nehme, desto mehr muss ich einreduzieren. Dann ist der Orangensaft dazu gekommen und mehr kommt hier nicht dazu. Keine Gewürze mehr, gar nichts, weil das nimmt jetzt den ganzen Geschmack von dem Fleisch, was drin gebraten wurde, was ja auch gewürzt ist. So. Und das wird dann einreduziert, bis so eine Art Sirup übrig ist. So wollte ich es haben. Ihr könnt die Konsistenz eurer Wahl wählen. So, Essen ist fertig und dann wird angerichtet und es ist und war ein Traum. Eigentlich empfehle ich euch, das mal genauso nachzumachen oder euch halt alternativ inspirieren zu lassen und euer eigenes Ding zu machen. Ja, wunderbarer Spinat, wunderbare Bratkartoffeln, tolles Lammfleisch und Würstchen und dann diese unglaublich intensiv schmeckende Soße dazu und dann noch die Granatapfelkerne dazu. Ganz wunderbares Essen. Viel Spaß beim Nachkochen und guten Appetit. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann freue ich mich über ein Like. Ich freue mich sehr über einen Kommentar, über Feedback oder über eine Frage. Ich werde das auf jeden Fall beantworten. Und natürlich freue ich mich auch, wenn ihr oder wenn du meinen Channel abonnierst und die kommenden Videos auch gerne anschaust oder darin stöberst in den vorhandenen. Alles klar, vielen Dank und bis demnächst.